Ja, als allererstes muss man sagen, es ist ein Wahnsinn, wie das organisiert worden ist, also wirklich tiptop, von Anfang bis vorne. Wir sind das Team Dahlhof, wir sind 16 Leute, wir werden probieren das Beste rauszuholen, dann geht's da hier. Jetzt haben Sie 406 Teilnehmer für diesen heutigen Bike-Events der Extraklasse gemeldet, also man kann schon jetzt vorab von einem Rekord sprechen, auch wenn noch viele, viele anstehen. Etwas Schöneres, etwas Besseres kann es nicht geben. Wir wünschen uns natürlich, dass das Wetter hält und es wird halten. Wir sind ja hier in Brixen sowieso schon da gewohnt. Ja, und ich weiß nicht, ich bin jetzt selber das erste Mal dabei und ja, sehen, was rauszukriegen. Ja, ja, werden wir besser sein wie letztes Jahr, weil wir immerhin schon das zweite Mal dabei sind. Ich bin aus Kloster Neuburg aus Niederösterreich extra angereist und fahre heute mit meinen Tiroler Kollegen. Hauptsache vom Chef oben sein, das ist erstmal wichtig, der Rest ist egal. Wichtig ist, dass wir da dabei sind und dass du ein tolles Renner wärst und das ist schon garantiert. Was du mit Hut? Jo. Halb tot herum umkommen. Wir waren in Australien, wir waren in Kanada, aber kein Rennen ist so brutal wie das Rennen da. Brutal. Wenn man herum ist, ist es bärig. Wenn aufgefahren, denkt man sich, warum tue ich das? Wo ist es gewesen? Doktor, nicht today, especially because of damp weather conditions. Yeah, just as we lined up, it started raining pretty heavy, and then as you climbed up the hill, when you were going that way, you had a bit of a tailwind, but when you were going that way, it was blowing right in your face, and it got pretty hard at that point, you know?